Herzlich willkommen zu unserem Webinar Molekulare Allergiediagnostik zur Extraktauswahl bei spezifischer Immuntherapie mit Allergenen. Mein Name ist Anja Kloß und ich arbeite im Marketing der Firma Fadia, jetzt Thermo Fisher Scientific. Ich bin zuständig für die Organisation unserer Webinare. Bevor wir beginnen, ein paar technische Hinweise. Bitte überprüfen Sie die Lautstärke, damit Sie dem Webinar gut folgen können. Sie haben die Möglichkeit, während dem Webinar über das Chatfenster Fragen zu stellen. Sie finden dies unten rechts. Ihre Fragen können nur von dem Moderator gelesen werden. Die anderen Teilnehmer können diese nicht sehen. Ihre Fragen werden gerne direkt im Anschluss an das Webinar beantwortet. Unser Webinar wurde von der Landesärztekammer Baden-Württemberg mit einem Fortbildungspunkt zertifiziert. Nachdem Sie das Webinar verlassen haben, werden Sie gefragt, ob Ihnen die Präsentation sowie die CME-Fragen zugesendet werden sollen. Je nach Browser öffnet sich hierzu ein neues Fenster mit der Abfrage. Wenn Sie die Zusendung wünschen, erhalten Sie nach dem Webinar eine Zusammenfassung der Präsentation sowie den Fragebogen. Bei der Beantwortung und Rücksendung des Fragebogens innerhalb von 10 Tagen erhalten Sie einen Fortbildungspunkt. Vorgabe der Ärztekammer ist es, dass 70% der Antworten korrekt sein müssen. Der Punkt wird mittels elektronischem Informationsverteilers direkt an die Bundesärztekammer übermittelt. Sie erhalten ein Teilnehmerzertifikat. Gerne verweisen wir Sie auf unsere Website. Hier finden Sie die kompletten Aufzeichnungen unserer Webinare mit Ton und Bild. Hier finden Sie ebenfalls die Präsentation unserer letzten Webinare als PDF-Version. Das waren die Anmerkungen zu der technischen Seite. Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Nun zu unserem Webinar. Ich freue mich, Ihnen heute Herrn Privatdozent Dr. Jörg Kleine-Tebbe als Gastredner zu unserem Webinar anzukündigen. Herr Dr. Kleine-Tebbe ist Allergologe und Dermatologe und praktiziert mit Dr. Gerald Hanf und Dr. Juliane Ackermann im Allergie- und Asthmazentrum Westend Gemeinschaftspraxis für Allergologie, Dermatologie, Innere Medizin und Umweltmedizin. Seine Interessen umfassen die Basis, Diagnostik und Therapie von Soforttypallergien und IgE-assoziierten Erkrankungen. Weitere Tätigkeitsfelder sind Dozententätigkeit an der Charité Hautklinik sowie Vorträge und Beratungen zu allergologischen Fragen. Herr Dr. Kleine-Tebbe beteiligt sich mit Kongressaktivitäten als aktives Mitglied regionaler deutscher, europäischer und amerikanischer Allergologenverbände. Er ist Buchautor und hat einige wissenschaftliche Veröffentlichungen verfasst. Außerdem arbeitet er an deutschsprachigen und internationalen Leitlinien zum Management allergischer Erkrankungen mit. Es freut uns, dass wir Herrn Dr. Kleine-Tebbe als Spezialisten für die SIT für einen Vortrag gewinnen konnten und ich übergebe nun an ihn zu seiner Präsentation mit dem Thema Molekulare Allergiediagnostik zur Extraktauswahl bei spezifischer Immuntherapie mit Allergenen. Ja, vielen Dank, Frau Kloß, für die freundliche Einführung und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie die Möglichkeit haben, an diesem Webinar teilzunehmen. Und ich möchte dieses Thema Molekularallergiediagnostik besonders unter praktischen Aspekten Ihnen näher bringen. Im ersten Teil werde ich einige Proteinfamilien einführen. Im zweiten Teil wird es um generelle Gründe geben, warum wir diese Form der Allergiediagnostik heute schon in der Praxis anwenden sollten. Und schließlich werde ich dann konkret auch auf Atemwegsallergien eingehen, wo dieser Einsatz sinnvoll ist. Es ist so, dass letztlich ja die Diagnostik und auch die Therapie in der Allergologie nach einem Modulprinzip funktioniert. Auf der linken Seite die Stufendiagnostik nach der Anamnese wird ja meistens ein Pricktest gemacht, um die Sensibilisierung aufzudecken, dann vielleicht gezielt ein IgE-Test und schließlich im Zweifel der klinischen Relevanz eine Provokation an der Schleimhaut. Bei der Therapie ist es auch so, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, von der Aufklärung zur Vermeidung, Pharmakotherapeutika und schließlich die spezifische Immuntherapie.
Und darum geht es, soll es gehen, insbesondere die gezieltere Diagnostik. Es ist so, dass die Allergene der meisten Atemwegsallergenquellen mittlerweile identifiziert sind. Da hat sich seit einigen Jahrzehnten eine Nomenklatur bewährt, die sich an der lateinischen Bezeichnung orientiert, zum Beispiel die Warzenbirke Betula verrucosa hat das Hauptallergen BET-V1. Es ist schon seit 30 Jahren bekannt und erklärt durch seine Verwandten, also ähnliche Moleküle auch in anderen Baumpollen oder in Nahrungsmitteln, warum wir so etwas wie Kreuzallergie haben. Es ist so, dass die komplette Liste der Allergene, die offizielle Namen haben, unter der Datenbank www.allergen.org abgelegt sind, die für jeden frei zugänglich ist. Es gibt weitere Datenbanken, insbesondere www.allergome.org von dem italienischen Allergologen Adriano Mari, die ebenfalls frei zugänglich äußerst umfangreiche Informationen bietet, auch zu Allergenen, die vielleicht noch keinen offiziellen Namen bekommen haben. Sie sehen hier auf dem Dia außerdem noch andere Vertreter. Es gibt natürlich in den Birkenpollen weitere Allergene. BET-V2 ist das Birkenpollen-Profilin. Und dann schließlich hier unten zwei typische BET-V1-ähnliche Allergene. Einmal im Apfel, MALDE1, und im Soja, GLÜM4, die ebenfalls für die Kreuzallergien bei Birkenpollenallergikern eine wichtige Rolle spielen. Da ohnehin das BET-V1 eigentlich die wichtigste Ursache ist für Nahrungsmittelallergien im Erwachsenenalter, möchte ich etwas näher auf diese Familie eingehen. Ganz oben sehen Sie die Birkenpollen und viele andere Nahrungsmittel, Gemüsesorten, Obst, Kern- und Steinobst, Haselnüsse, die letztlich alle einen ähnlichen Vertreter besitzen, der große Ähnlichkeit hat zum BET-V1 und damit letztlich die Ursache darstellt für die Kreuzallergien. Symptome meistens begrenzt auf den Mund- und Rachenraum, die die Betroffenen verspüren nach dem Genuss von rohen Obst- und Gemüsesorten, die einfach auf der Strukturähnlichkeit beruhen. Wenn wir nun über die Diagnostik nachdenken, könnte man ja theoretisch, wenn sie denn verfügbar wären, alle diese Einzelallergene auch einsetzen, zum Beispiel für eine IgE-Bestimmung. Allerdings würde das keinen Vorteil bieten, weil es uns nur Auskunft über die Sensibilisierung gibt und nicht verrät, ob der Patient wirklich reagiert. Das heißt, eigentlich genügt es, wenn wir sichergestellt haben, dass tatsächlich eine Sensibilisierung gegen BET-V1 da ist, und anschließend alle weiteren Dinge mit dem Patienten selbst klären. Ihn also fragen, ob er nach diesen Obst- oder Gemüsesorten denn Symptome verspürt. Und danach orientiert sich dann auch das Verhalten anschließend, nämlich ob er es meiden muss oder nicht. Das heißt also, eigentlich ist die Sensibilisierung nur für BET-V1 zu zeigen und den Rest, die klinische Kreuzallergie, wird tatsächlich auch klinisch ermittelt. Nun gibt es andere Allergenfamilien, die zum Beispiel verantwortlich sind für die Kreuzreaktionen zwischen den Gräserpollen. Sämtliche Gräser in unseren Breiten enthalten ähnliche Allergene und es sind insbesondere die sogenannte Gruppe 1 und Gruppe 5, die die Hauptallergene darstellen. Und diese Kreise zeigen eben auch wieder die Strukturverwandtschaft und die Ähnlichkeit von diesen Gruppe 1 bzw. Gruppe 5 Allergenen aufgrund ihrer nicht nur botanischen Verwandtschaft, sondern auch Strukturverwandtschaft. Das Gleiche gibt es auch bei Ambrosia. Dort gibt es auch eine ganze Reihe von anderen Gewächsen, die über ähnliche Hauptallergene wie das AMPA1 verfügen. Und dann links unten das ARTV1, das Hauptallergen des Beifuß. Dort ist auch ein Vertreter in einem anderen Korbügler identifiziert worden. Doch nun zu den Allergenen, die uns die Diagnostik so schwer machen. Es sind sogenannte Panallergene, die sehr weit verbreitet sind im Pflanzenreich und die eigentlich selten klinisch relevant sind. Was heißt das? Sie sind an für sich nicht gefährliche Allergene, weil sie nur selten
wirklich relevante Reaktionen verursachen und nur dadurch, dass sie überall vorkommen, nämlich nicht nur in Pollen, sondern auch in Gemüsesorten, in einer ganzen Reihe von Obstsorten, in Hülsenfrüchten, in Nüssen und selbst im Latex, dadurch machen sie uns das Leben schwer. Es ist so, dass eine Sensibilisierung eigentlich nur bei 10-15% der Pollenallergiker auftritt gegen diese Profiline. Aber wenn IgE einmal gebildet ist, dann reagiert dieses IgE auf sämtliche Profiline. Das heißt, es besteht eigentlich komplette Kreuzallergie. Das macht allerdings die Diagnostik wieder einfach, weil wir brauchen nur einen einzigen Vertreter. Zum Beispiel das Profilin aus den Birkenpollen, das sogenannte BetV2, oder das aus dem Lieschgras, FLIP-P12, um sozusagen die Sensibilisierung gegen Profiline nachzuweisen. Die Frage ist ja denn, was bedeutet das? Wann ist diese Sensibilisierung relevant? Bei den Pollen lässt sich das nicht so einfach sagen, aber bei den Obstsorten gibt es durchaus Vertreter, die uns hellhörig machen sollten. Reagiert der Patient vielleicht gegen Melonen? Dort stellt nämlich das Profilin eines der Hauptallergene dar. Oder vielleicht nicht nur gegen die üblichen Kern- und Steinobstsorten, sondern vielleicht auch gegen andere Dinge wie Banane oder Zitrusfrüchte oder vielleicht Mango, Zucchini und ganz andere Dinge, die gar nichts mit diesem BetV1-Cluster, mit den Birkenpollenallergikern zu tun haben, die gar nicht damit übereinstimmen. Dann sollten wir hellhörig werden und wahrscheinlich gerade bei der Melonenallergie steckt dann eine Profilinallergie dahinter. Im Einzelfall sind auch schwere Reaktionen beschrieben. Insofern können die Profiline auch mal durchaus klinisch relevant sein. Nun gibt es neben den Profilinen noch eine andere Gruppe, die nicht in Nahrungsmitteln, sondern nur in den Pollen vorkommt. Allerdings in sämtlichen Pollen. Nicht nur in den Baumpollen. Hier sind einige Vertreter aufgelistet. Auch in den Gräserpollen, und zwar in sämtlichen Gräserpollen und auch in den Kräuterpollen. Egal, ob es sich um Beifuß, Ambrosia oder andere Wildkräuter wie Spitzwegerich und Gänsefuß handelt. Auch hier gilt, dass die Strukturähnlichkeit so groß ist, dass es ausreicht, wenn wir einen einzigen Vertreter zum Beispiel im IgE-Test ermitteln und das eigentlich uns dann verrät, ist derjenige sensibilisiert gegen die Polkalzine oder nicht. Dazu kann man zum Beispiel ein Polkalzin aus den Birkenpollen nehmen, das BetV4, oder ein Polkalzin vom Lieschgras, das FLIP-P7. Nun gehen wir nochmal zurück zur Diagnostik. Wozu machen wir das? Üblicherweise folgt nach der Anamnese ja ein Sensibilisierungstest. Wir möchten also zeigen, hat derjenige eine Allergiebereitschaft oder nicht. Dazu können wir entweder meistens hier in Deutschland einen Pricktest machen, hier in der Mitte dargestellt, oder aber einen IgE-Test in bestimmten Situationen links dargestellt oder in seltenen Fällen vielleicht einen sogenannten basophilen Aktivierungstest. Letztlich sind alle drei Tests ein Nachweis von IgE. Beim IgE im Serum geschieht das direkt, beim Hauttest indirekt, dort zeigen wir das IgE auf den Mastzellen. Und beim basophilen Aktivierungstest, ganz rechts, zeigen wir das IgE auf den basophilen Leukozyten. Nur ist es so, dass keiner dieser Tests eigentlich in der Lage ist, wirklich zwischen klinisch relevanten oder klinisch stummen Beschwerden zu unterscheiden. Dazu benötigen wir ja die ärztliche Interpretation. Die Entscheidung, ob etwas klinisch relevant ist oder nicht, kann letztlich nicht von dem Test geliefert werden, sondern dazu brauchen wir die Angaben des Patienten. Die Anamnese, seine Klinik und manchmal hilft uns die nicht genug weiter und wir brauchen sogar eine Provokation bei Nahrungsmitteln oral oder an der Schleimhaut, bei Atemwegsallergien, zum Beispiel an der Nase oder an den Bindehäuten. Das heißt, es sind wirklich zwei Schritte, die eigentlich erst die Diagnostik komplettieren, also komplett machen. Wir brauchen auf der einen Seite einen Sensibilisierungstest und die sind qualitativ gesehen durchaus gleichwertig und wir brauchen auf der anderen Seite eine Interpretation, die uns wirklich dann verrät, ob es klinisch relevant ist oder nicht. Dieses sind Dinge, die Sie wahrscheinlich schon seit vielen Jahren so in Ihrer Praxis auch machen. Nur es ist wichtig für die nächsten Folien,
dass diese Trennung ganz klar ist. Wenn wir nämlich überlegen, wie wir die Diagnostik verbessern können, gibt es verschiedene Ebenen. Üblicherweise im Laborbereich wird dann nach diagnostischer Sensitivität, also dem Anteil der richtig erkannten erkrankten Patienten gefragt, oder nach der diagnostischen Spezifität, nach dem Anteil der richtig erkannten gesunden Patienten. Und dann gibt es vielleicht auch die Frage, ob wir einen Marker haben für eine klinische Kreuzreaktion, beziehungsweise ob wir mit dem Test in der Lage sind, eine klinische Reaktion vorherzusagen. Diese Dinge, die ich gerade erläutert habe, stehen im unteren Teil dieser Folie und sie bedürfen ja eigentlich die Information von dem Patienten. Wir brauchen damit eigentlich die klinische Information zu seinen Symptomen, wie er reagiert, seine Anamnese. Und da frage ich mich, wie kann das ein Test, der eigentlich nur die Sensibilisierung ermittelt und wir eigentlich diesen Test nur dazu verwenden können, wie kann er klinische Dinge vorhersagen? Diese Zweifel werden auch von internationalen Leitlinien mittlerweile geteilt und dort wird eher vorgeschlagen, tatsächlich den Test selbst zu verbessern. Der obere Teil der Folie zeigt es. Wir können nämlich schon jetzt, auch ohne genaue Kenntnis der Klinik des Patienten, die Testempfindlichkeit verbessern im IgE-Test zum Beispiel. Wir können die analytische Spezifität verbessern. Was heißt das? Wir gucken nur nach einem bestimmten Allergen. Wir können Marker verwenden für Kreuzreaktionen. Und wir können schließlich auch bestimmte Allergenmoleküle verwenden als Marker für eine primäre Sensibilisierung, dass tatsächlich dort eine Allergiebereitschaft besteht. Was heißt das konkret? Es gibt also tatsächlich Gründe, die wir jetzt schon benennen können, warum diese Moleküle uns Vorteile bringen. Nehmen wir den Fall, der hier mit dem großen Buchstaben A gekennzeichnet ist, ein Extrakt, der verschiedene Proteine enthält. Zum Beispiel das Protein A2, das nur in ganz geringer Menge vorliegt und vielleicht auch nicht mal stabil ist und dadurch im Extrakt nicht ausreichend vertreten ist. Natürlich haben wir dann einen großen Vorteil, wenn wir dieses Molekül hier mit klein A2 bezeichnet, wenn wir das alleine als Komponente für den IgE-Test einsetzen. Der andere Fall, dieses Molekül klein A3, das ist vielleicht durchaus ausreichend vorhanden im Extrakt, aber wenn es mit einem bestimmten klinischen Risiko verknüpft ist, dann haben wir natürlich einen Vorteil, wenn wir diese Moleküle verwenden zur Diagnostik. Und schließlich im rechten Teil dargestellt, in diesen beiden Extrakten mit Groß B und Groß C gekennzeichnet, da sehen Sie, es gibt bestimmte Allergene wie B1, B2 und C2, die nur in einem Extrakt vorkommen und ein Allergen hier, das in beiden Extrakten vorkommt. Das wäre so ein typisches kreuzreaktives Allergen und als Marker vielleicht für eine Kreuzreaktivität geeignet. Und dagegen die anderen Moleküle, wie hier dieses kleine C2, das wäre geeignet, um eine primäre Sensibilisierung gegen diese Allergenquelle zu identifizieren. Wir können also schon mit diesen Argumenten klar sagen, dass wir bei bestimmten Komponenten Vorteile haben für die Diagnostik, die dadurch spezifischer wird. Nun, wie sieht es aus? Welche Konsequenzen hat es? Wir können die Testeigenschaften also schon jetzt auf der analytischen Ebene deutlich verbessern. Durch höhere Empfindlichkeit, durch eine bessere analytische Spezifität, Marker für serologische Kreuzreaktionen und auch Marker für primäre Sensibilisierung. Was allerdings wesentlich zweifelhafter ist, ist, ob wir klinische Parameter verbessern. Bestenfalls teilweise, weil die sich auf der Interpretationsebene bewegen und zum Beispiel diagnostische Sensitivität und Spezifität, klinische Kreuzreaktion und die Vorhersage einer klinischen Reaktion eigentlich über das hinausgeht, was ein Sensibilisierungstest, also ein IgE-Test eigentlich kann. Insofern halte ich es für zu viel verlangt, wenn ein Sensibilisierungstest plötzlich die Klinik vorhersagen soll, weil das nach wie vor die Aufgabe des behandelnden Arztes ist. Nun konkret, wie sieht es aus bei den Pollenallergikern? Wenn wir Sensibilisierungstests verwenden, zum Beispiel den Pricktest oder spezifisches IgE, dann geht es ja darum zu identifizieren, ob derjenige auf Baumpollen, zum Beispiel die Birkenpollen oder Gräser oder Kräuter sensibilisiert ist. Und die große Frage ist,
Beruht es nun auf diesen Panallergenen, die in sämtlichen Pollen drin sind? Sind es einfach nur Kreuzreaktionen durch diese ubiquitär vorhandenen Proteine? Oder sind es echte Sensibilisierungen speziesspezifisch, die wirklich gegen eine Allergengruppe gerichtet sind? Also die Major-Allergene, BEPV1 in der Birke, FLIP-1 und 5, also Gruppe 1 und Gruppe 5 in den Gräserpollen und dieses ART-V1 von Artemisia vulgaris, der Name für das Beifuß, sind es wirklich auch die wesentlichen Allergene, auf die der Patient sensibilisiert ist? Das ist nicht so einfach in bestimmten Fällen und das hat Professor Valenta aus Wien schon vor vielen Jahren vorhergesagt. Er hatte damals schon vor 15 Jahren eigentlich postuliert, dass es darauf ankommt, ob wirklich derjenige auf diese Hauptallergene reagiert, ob diese Allergene relevant sind. Und dass die Panallergene, die hier in diesen gelben Hütchen dargestellt sind, dass die uns die Diagnostik insofern ruinieren, weil sie die Spezifität vernichten. Gabrielle Pauli, eine erfahrene Allergologin in Straßburg, hat eigentlich diese Erkenntnisse sich zunutze gemacht und Zeit ihres Lebens und ihrer Laufbahn auch diese Diagnostik schon auch in der Klinik angewandt. Dieses Beispiel soll das illustrieren. Es handelt sich auf der linken Seite um das Pricktestergebnis einer Patientin, die ja, im Mai, vielleicht Anfang, vielleicht Ende Mai Beschwerden entwickelt, die dann besonders im Juni und Juli noch stärker werden und dann langsam ausklingen im Herbst bis zum September. Sie sehen, dass diese Patientin, hier ist dargestellt der mittlere Quandeldurchmesser, dass sie letztlich auf sämtliche Pollenallergene eine positive Reaktion hat. Wir haben daraufhin das IgE bestimmt, aber nicht gegen die Extrakte, sondern gegen diese entscheidenden Hauptallergene. Und wie Sie sehen können, ergibt sich jetzt doch ein differenzierteres Bild. Ich habe mir erlaubt, diese Werte für das spezifische IgE in Kilo-Units, dem kleinen a rechts unten pro Liter angegeben, in Bezug auf das Gesamt-IgE in Prozent darzustellen. Das hat sich bewährt, weil dann leichter sichtbar wird, wogegen denn am meisten spezifisches IgE tatsächlich gebildet worden ist. Und was Sie sehen können, diese Patientin hat immerhin 12 bzw. 14% ihres Gesamt-IgEs nur gegen die Gräserpollen-Hauptallergene. Das sind zusammen über 25%. Das heißt also, über ein Viertel ihrer gesamten IgE-Antikörper sind nur gegen Gräserpollen gerichtet. Demgegenüber ist der spezifische IgE-Wert gegenüber dem Birkenpollen-Hauptallergen Wert V1 vergleichsweise niedrig. Bei dem OLE1 als Vertreter für die Eschenpollen, das ist ein ähnliches Hauptallergen, da ist kaum noch ein Signal detektierbar und auf die Kräuter, Beifuß und Ragweed, hat diese Patientin gar kein IgE letztlich gebildet. Ganz unten sehen Sie allerdings, dass die Pollenpanallergene, also insbesondere das Polkalzin, weniger das Profilin, Wert V2, dass dort IgE vorhanden ist. Und zwar nicht zu knapp, was letztlich erklärt, warum diese Patientin auf so viele andere Pollenallergene reagiert hat. Das heißt, wir können jetzt in dem Wissen um diese Komponenten sagen, sie ist eigentlich primär eine Gräserpollenallergikerin und hat wahrscheinlich auch auf dem Weg sich die Sensibilisierung gegenüber den Pollenpanallergenen erworben. Das heißt, wenn eine spezifische Immuntherapie in Frage käme, dann wären es wahrscheinlich die Gräserpollen. Ob dann aber die Beschwerden, die vielleicht schon im Frühjahr einsetzen und bis in den Herbst gehen, auch besser werden, ist die große Frage. Sicherlich kann man dann nur die Beschwerden, die wirklich im Juni, Juli vorwiegend durch die Gräserpollen Hauptallergene bedingt sind, etwas lindern. Fassen wir nochmal zusammen. Wenn der Verdacht besteht, dass solch eine Pollen-Pan-Sensibilisierung besteht und das ist bei 10 bis 15% der Pollenallergiker gegenüber Profilin und bei 5% der Pollenallergiker gegenüber Polkalzin, dann kommen wir um eine gezieltere, spezifischere IgE-Diagnostik nicht drumherum. Und dort helfen uns auch Extrakte mit der IgE-Bestimmung nicht weiter, sondern wir brauchen wirklich die Hauptallergene, um zu unterscheiden. Ist es nun wirklich jemand, der eine Baumpollensensibilisierung hat oder eine Gräserpollensensibilisierung oder eine Kräuterpollensensibilisierung? Und Sie sehen hier eben BEPV1 als Vertreter
für die Birken- und Buchengewächse. Da gehören auch Haselerle, Buche und Eiche dazu. Olee 1 als Vertreter für die Eschenpollen. Flippe 1 und Flippe 5b als Vertreter für die Gräserpollen, sämtliche Gräserpollen. Und schließlich ArtV1 als Hauptallergen von den Beifußpollen und AmA1 als Hauptallergen von den Ambrosiapollen. Und dort in der Mitte sehen Sie eben die Vertreter für Profilin, BED4-2 oder FLIP-P12 und für Polkalzin, BED4-4 und FLIP-P7. Und damit wird deutlich, was im Zentrum des Propellers drin ist. Das verhagelt uns die Diagnostik. Wir brauchen tatsächlich in dem Fall die Propellerflügel, um wirklich zu sagen, wo die Sensibilisierung steckt. Nun, wie funktioniert das? Thermo Fischer verfügt in seinem Laborkatalog über die Codierung. Das heißt also, auch diese einzelnen Komponenten bekommen eine bestimmte Ziffer zugeordnet, die dann angekreuzt werden kann, um im Labor dann das spezifische IgE gegen diese Komponenten zu bestimmen. Es ist so, dass diese Allergene also jeweils einer IgE-Bestimmung entsprechen. Wenn man das zusammenzählt, sind das also im Zentrum wären es jeweils ein Vertreter, also jeweils also zwei Bestimmungen und außen herum sind dann nochmal sechs dazu. Das wären acht einzelne spezifische IgE-Bestimmungen. Man kann da noch etwas sparen, indem man zum Beispiel oben rechts sehen Sie, dass die beiden Hauptallergene in einer gemeinsamen spezifischen IgE-Test erfasst und auch diese Panallergene einfach zusammengefasst, entweder aus der Birke oder aus den Gräserpollen bestimmt. Damit hätte man die Zahl der notwendigen IgE-Bestimmungen auf sechs Stück reduziert und bekommt doch eine sehr differenzierte Aussage. Wie kann die aussehen? Bei unserer Patientin, Sie erinnern sich noch, waren es ja in erster Linie die Gräserpollen-Hauptallergene, die das meiste IgE sozusagen gebunden hatten oder wo am meisten IgE gefunden wurde. Und Sie sehen hier die Konstellation nochmal auf den Propeller übertragen. Sie ist also primär eine Gräserpollenallergikerin, die auf beide Major-Allergene viel IgE entwickelt hat. BED4-1 war kaum bedeutsam und dann bleiben noch die Panallergene. Und so können wir auch die Auswahl des Extraktes zur Immuntherapie ganz deutlich einschränken. Gräserpollenallergene, egal ob zur subkutanen oder zur sublingualen Immuntherapie, werden sicherlich die Hauptallergene enthalten. Wie viel sie von diesen Neben- oder Panallergenen enthalten, wissen wir eigentlich nicht, weil das die Hersteller nicht testen und auch nicht ermitteln. Nun kann solche Panallergene auch durch eine primäre Baumpollenallergie entstehen. Das ist wohl bei uns hier in unseren Breiten deutlich seltener, aber wird vielleicht in Nordeuropa bei dem einen oder anderen Pollenallergiker durchaus zu finden sein. Nur in dem Fall, wenn wirklich die Hauptallergene, also in diesem Fall von den Baumpollen, BED4-1 als Vertreter, von den Gräserpollen und von den Kräuterpollen, zum Beispiel das Hauptmajorallergen von den Beifuß, alle positiv sind und auch mit klinischen Beschwerden assoziiert sind, also der Patient wirklich vom Frühjahr über den Sommer bis in den Herbst massive Beschwerden hat, dann müssten wir alle diese Allergenquellen auch für die Immuntherapie berücksichtigen. Das heißt also, bei diesem Patienten wäre tatsächlich eine Multiallergie gegeben, die eine Hyposensibilisierung notwendig macht mit Baumpollen, Gräserpollen und Beifußpollen. Wir können also zusammenfassen, Profilin und Polkalzin, diese Pollen-Panallergene, sind Ursache einer kompletten Pollen-Kreuzallergie. Kreuzallergien entstehen auch unter den Gräsern durch die Hauptallergene FLIP-P1 und FLIP-P5. Und eine sehr hohe Exposition begünstigt eben auch diese Sensibilisierung gegen diese Minorallergene, die ja gar nicht so häufig dazu führen. Wenn die aber eingetreten ist, dann heißt das Kreuzreaktion auf sämtliche Pollen und zum Teil auch pflanzliche Nahrungsmittel, die eben Profilin enthalten. Das heißt, hier bei diesen Patienten kommen wir mit der Extraktdiagnostik nicht weiter, egal ob im Hauttest oder im IgE-Test. Wir brauchen tatsächlich die Moleküle. Nun werden Sie vielleicht sagen, muss das denn sein? Schließlich orientieren wir uns doch an der Klinik der Patienten. Das ist sicherlich richtig. Nur manches Mal ist vielleicht die Anamnese bzw. die Aussage des Patienten gar nicht so klar. Natürlich ist es dann hilfreich, einen Symptomkalender zu führen, um zu schauen, wann sind wirklich die Hauptbeschwerden. Aber selbst das ist in Regionen mit überlappenden Pollenflügen nicht so einfach.
In dieser Untersuchung aus Italien wurden mehrere hundert Allergologen befragt. Sie bekamen einerseits das Hauttestergebnis der Patienten gegen verschiedene häufige Pollensorten, unten aufgelistet auf der X-Achse, Gräser, Olivenpollen, Glaskraut, Zypressenpollen, Birkengewächse, Beifuß und dann schließlich alle Allergene zusammen. Und dann anschließend bekamen Sie auch das Ergebnis der Komponentendiagnostik, das, was ich gerade zuvor erklärt hatte mit dem Propellermodell. Und Sie sehen hier den Prozentsatz, wie viele Ärzte sich doch dann umentscheiden mussten, welcher Extrakt berücksichtigt wird für die Immuntherapie oder nicht. Und Sie sehen, bei den Gräsern war dieser Anteil noch relativ gering. Aber umso mehr wir nach rechts gehen, umso höher werden die Säulen. Das heißt also, gerade bei den Baum- und auch besonders bei den Kräuterpollen war doch in vielen Fällen es notwendig, die Entscheidung zu revidieren. Sicherlich hat da auch die Größe der Pricktestreaktion eine Rolle gespielt, inwieweit sie mit berücksichtigt wurden für die Auswahl. Aber entscheidend ist, die Komponentendiagnostik erlaubt doch noch eine bessere Differenzierung der allergischen Beschwerden. Eine ähnliche Studie wurde bei über 1000 Patienten in Spanien durchgeführt. In einer Region, bei der durch ausgedehnten Olivenanbau eben die Olivenpollen eines der wichtigsten Allergenquellen sind von den Baumpollen. Und hier geht es eben für die Allergologen häufig zu entscheiden, ist das jetzt ein Gräserpollenallergiker, ein Olivenpollenallergiker oder beides. Und Sie sehen, dass hier diese beiden Säulen, dunkelgrau dargestellt vor der Komponentendiagnostik und in hellgrau nach der Komponentendiagnostik, doch dazu geführt hat, die Anzahl der Therapien zu beschränken. Es wurden nämlich sehr viel weniger Patienten anschließend behandelt mit beiden Therapien, also Gräserpollen und Olivenpollen. Und auch in der Säule hier mit den Gräserpollen sieht man doch, dass jetzt diese doch wahrscheinlich eine wichtigere Rolle spielen in dieser Region, als zuvor nur nach dem Hauttest angenommen worden ist. Das heißt also, es sind jetzt doch einige Patienten, bei denen wir bessere Entscheidungen fällen können, ob eine Immuntherapie mit diesem Extrakt notwendig ist oder nicht. Wenn wir den Verdacht haben, dass es sich um einen sogenannten Multiallergiker handelt, dann sollten wir überlegen, ist es eine echte IgE-Multisensibilisierung oder, ich sage mal, eine unechte? Fangen wir vielleicht mit der linken Textbox an. Eine echte Multisensibilisierung haben wir häufig bei den sogenannten IgE-Athleten mit atopischen Ekzemen, also mit der Neurodermitis, die eben sehr häufig auch stark erhöhte Gesamt-IgE-Werte zeigen. Die zeigen daneben auch vielfach IgE-Sensibilisierung gegen sehr viele atopische Allergene. Und wir sollten dort genauer schauen, wie ist denn eigentlich das Verhältnis von diesem spezifischen IgE gegenüber dem Gesamt-IgE, und häufig ist das relativ gering. Man muss allerdings berücksichtigen, dass schon 1% spezifisches vom Gesamt-IgE ausreichen kann, um auch klinisch relevant zu reagieren. Der Tipp vom Experten: lieber gezielt testen bei diesen Patienten, sehr streng nach Anamnese und nach der individuellen Klinik gesteuert. Weil zum Teil wollen wir diese ganzen Sensibilisierungen gar nicht so genau wissen. Weil sie bringt uns dann in die Pflicht, die klinische Relevanz mit dem Patienten zu klären. Und häufig ist das gar nicht so einfach, letztlich zu entscheiden, bedeutet denn diese Sensibilisierung überhaupt etwas. Also Vorsicht vor einer IgE-Testung, die zu breit angelegt ist bei diesen echten IgE-Multisensibilisierten und die nachher keine klinischen Konsequenzen hat. Deswegen am besten nur dort testen, wo wir wirklich auch Absichten verfolgen und dem Patienten konkret mit diesem Test helfen wollen. Nun, was meine ich mit diesen unechten IgE-Multisensibilisierten? Das sind die, die viele positive Befunde zeigen bei der Extrakttestung, zum Beispiel im Hauttest durch Kreuzreaktion. Das könnte ein Hinweis sein auf Panallergene, eine Sensibilisierung, die dann uns letztlich die Diagnostik erschwert. Manchmal sind auch kohlenhydratspezifische IgE-Antikörper dafür verantwortlich, aber eben bei den Pollen sind es häufig Profilin- bzw. Pollkalzin-Sensibilisierung. Der Expertentipp: eine ganz gezielte Testung der kreuzreaktiven Panallergene, und zwar mit nur einem Vertreter, zum Beispiel aus den Birkenpollen oder aus den Gräserpollen, und schließlich die Markerallergene, die wichtigen Majorallergene der Pollen, einzusetzen, um zu entscheiden,
auf welche Allergenquellen ist denn der Patient maßgeblich sensibilisiert? Also, nochmal anders dargestellt, falls Sie wirklich solch einen Patienten haben, und Sie haben sicherlich schon auch in den letzten Wochen, Monaten und Jahren viele davon gesehen, die mit sämtlichen Pollen im Hauttest reagieren und positiv sind, sollten Sie kritisch hinterfragen, ist es wirklich ein multisensibilisierter Pollenallergiker oder versteckt sich doch solch ein Pollen-Pansensibilisierter dahinter? Also in dem Fall ist die Bestimmung des IgEs gegenüber Profilin bzw. Polkalzin sinnvoll und weiterführend. Außerdem, wenn das positiv ist, bräuchten wir dann auch die Majorallergene. Viele machen diese Bestimmungen in einem Rutsch, um dann anschließend eben auch Antworten geben zu können, ob derjenige wirklich auf die Baumpollen sensibilisiert ist, also BetV1 positiv, auf die Eschenpollen, also OLE1 positiv, auf die Gräserpollen, FLIPP1 und oder FLIPP5 positiv, Beifuß, ARV1, Ambrosia, AMPA1. Sollten Sie weitere Informationen suchen zur molekularen Allergologie, sind einmal diese Datenbanken, die ich anfangs erwähnt habe, ungeheuer hilfreich. Sie sind für jedermann zugänglich und enthalten sehr umfangreiche Informationen und auch weitere Links zu Literaturstellen, zur Epidemiologie, zur Struktur der Allergene, zur Diagnostik und zu vielen anderen Dingen, die bisher in den letzten Jahren mit diesen Allergenen erforscht wurden. Wer etwas Einblick haben möchte in die Allergenfamilien, der sollte einfach im Internet eingeben Alfam, abgekürzt Allergenfamilien, und kommt dann schnell auf eine Internetseite der Wiener Kollegen, das heißt der Wiener molekularen Allergologen, die dort bis 2011 regelmäßig sozusagen Informationen hinterlegt haben, wie diese Familien, aus welchen Kandidaten sie eigentlich bestehen. Sie können selbstverständlich auch Thermo Fischers Datenbanken anzapfen, indem Sie zum Beispiel im Internet einfach die Begriffe Fadia und Components eingeben. Und dann werden Sie ganz schnell fündig und finden dort eben sämtliche verfügbaren Allergenkomponenten, die für die IgE-Bestimmungen in Frage kommen. Und natürlich Hintergrundinformationen. Es gibt auch einige Links bei der Deutschen Gesellschaft für Allergie und klinische Immunologie, der DGAKI. Und schließlich noch ein Büchlein, Links mit Frau Jappe zusammen herausgegeben, das Kasuistiken zusammenfasst, die mit Hilfe dieser molekularen Diagnostik aufgearbeitet wurden. Es sind Beiträge, die bereits in der Allergologie 2013 in zwei Themenheften veröffentlicht wurden und hier nochmal zusammengefasst und kommentiert wurden. Außerdem möchte ich Sie auf ein Buchprojekt aufmerksam machen zur molekularen Allergologie, was sicherlich zum nächsten Deutschen Allergiekongress Anfang Oktober in Köln herausgegeben wird, im Springer Medizin Verlag. Dort werden alle Beiträge, die bisher in der Serie zur molekularen Allergologie im Allergo-Journal erschienen sind, zusammengefasst, aktualisiert und sozusagen ein komplettes Bild geben, was wir mit dieser Diagnostik jetzt schon erreichen können. Sie sehen oben links Professor Thilo Jakob aus Frankfurt, ganz rechts Professor Markus Ollert und dort in der Mitte Dr. Adriano Mari, Mr. Allergome, der diese Datenbank sozusagen gestartet, konzipiert und bis heute sozusagen maßgeblich mit neuen Informationen gefüttert hat. Und schließlich noch ein weiteres Werk, was umsonst erhältlich ist. Übers Internet können Sie sich bei der Europäischen Allergologenvereinigung, der EAACI, einloggen und finden dort den sogenannten globalen Atlas zur Allergie. Er enthält umfangreiche Informationen in 170 Kapiteln und das Ganze ist in Englisch, aber eben kostenlos mit vielen Illustrationen, Tabellen und Textboxen versehen, sodass das Ganze sehr übersichtlich wird und einen guten Einstieg in viele spezielle Themen der Allergologie bietet. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interesse an dem Thema und bin zuversichtlich, dass in Zukunft wir durch die Erkenntnisse der molekularen Allergologie dem Fach wertvolle Impulse bringen können. Sie werden merken, wenn Sie selbst diese Diagnostik einsetzen, nicht überall, sondern gezielt,
dass Sie damit durchaus differenziertere Ergebnisse erzielen können, die Ihnen nachher bei der Interpretation des Patienten erheblich weiterhelfen, besonders auch bei der Entscheidung, welches ist der richtige Extrakt für die spezifische Immuntherapie. Und damit bin ich eigentlich mit der Präsentation am Ende, stehe dann danach für Fragen zur Verfügung, die Sie direkt sozusagen abgeben können, und möchte noch auf das nächste Webinar hinweisen, was am 29. April um 16 Uhr zu gewohnter Zeit stattfindet. Es wird Professor Knut Brocco, ein ganz erfahrener Allergologe der Technischen Universität in München, der Hautklinik, zum Thema Mastzellmarker von Anaphylaxie bis Mastozytose seine Sicht der Dinge präsentieren. Außerdem finden Sie weitere Themen und Termine unter der Internetseite www.immunowebinar.de. Und damit würde ich jetzt auch für Fragen dann zur Verfügung stehen, die ich sozusagen, wenn sie eingetippt werden bzw. in das Webinar aktiv eingegeben werden, die ich dann wiederholen würde und direkt auf dieser Internetseite dann jetzt auch beantworte. Herr Dr. Kleine-Tebbe, ja? Es sind schon Fragen eingegangen, die wir gerne noch beantworten würden. Können Sie die Fragen sehen oder soll ich sie Ihnen kurz vorlesen? Ja, ich kann sie sehen. Okay. Ich würde dann gleich anfangen. Mhm. Die erste Frage, wie verhält man sich bei spezifischen IgE gegen Profilin oder Polkalzin? Ist eine Hyposensibilisierung hilfreich? Es kommt darauf an. Wenn eine Sensibilisierung ausschließlich gegen diese Minor- oder Panallergene besteht, aber das ist nur in einem Fall von einer Million der Fall, das ist so extrem selten, das kommt fast gar nicht vor, dann wissen wir nicht, ob eine Immuntherapie überhaupt hilft, weil wir den Anteil von diesen Allergenen in den Extrakten nicht kennen. Entscheidend ist, dass der Nachweis dann der klinisch relevanten Hauptallergene erfolgt. Und dazu brauchen wir eben dann die Major-Allergene, um danach die Entscheidung zu fällen, ob eine Hyposensibilisierung hilfreich ist. Also wir brauchen eine spezifischere Diagnostik, und wenn zusätzlich eben noch Sensibilisierungen gegen die Panallergene bestehen, müssen wir uns klar werden, dass die Diagnostik erschwert ist, aber durchaus eine Immuntherapie noch in Frage kommt. Nun gleich eine zweite Frage. Wie kann ich herausbekommen, ob ein Patient mit Sensibilisierung gegen Birkehaselerle mit dem Birkenextrakt bei der Hyposensibilisierung ausreichend behandelt werden kann? Diese Frage ist in Studien untersucht worden, und man hat Birken- oder Baumpollenallergiker entweder mit einem 100%igen Birkenextrakt oder aber mit dieser Kombination aus Hasel, Erle, Birke behandelt und festgestellt, dass sich das Ergebnis nicht groß unterscheidet. In der Klinik, denke ich, werden wir meistens pragmatisch vorgehen und die Patienten, die nur im April Beschwerden haben, wahrscheinlich mit einem 100%igen Birkenextrakt behandeln, und diejenigen, die dann schon im Januar, Februar mit Hasel, im März mit der Erle beginnen, da wird man vielleicht dann auch die Kombination wählen. Aber letztlich ist es wahrscheinlich für den Ausgang der Hyposensibilisierung nicht so entscheidend. Eine weitere Frage: Sollte trotz fehlender klarer Klinik, also trotz fehlender Symptome, bei nachgewiesener Sensibilisierung eine Hyposensibilisierung erfolgen? Klares Nein. Eine Allergiebereitschaft alleine reicht nicht aus. Die Leitlinien, gerade jetzt im Dezember 2014 zur spezifischen Immuntherapie aktualisiert, sprechen eine deutliche Sprache. Wir brauchen wirklich klinisch relevante Symptome. Am besten schon über einen Zeitraum vielleicht von 2 Jahren, sodass wir sicher sein können, in welcher Zeit die Hauptsymptome bestehen. Die Frage geht weiter. Oder nur Antihistaminika geben? Ich würde denken, wenn jemand mit einer Antihistaminika-Medikation auskommt und vielleicht nur an wenigen Tagen der Saison Beschwerden hat, ist das kein guter Kandidat für eine spezifische Immuntherapie, weil letztlich
Egal, ob Sie subkutan oder sublingual behandeln, das Ganze ist aufwendig. Es dauert schließlich 3 Jahre und erfordert auch ein Commitment des Patienten, damit er wirklich die 3 Jahre durchhält. Insofern würde ich denken, sollten schon ausreichend Beschwerden bestehen, damit wirklich die Indikation für die spezifische Immuntherapie steht. Eine weitere Frage bezieht sich auf die praktische Diagnostik. Nehmen Sie immer eine neue Lanzette beim Pricktest einzelner Testsubstanzen oder reicht Abwischen? Sie wissen, beim Pricktest werden ja letztlich alle einzelnen Allergene zunächst als Tropfen aufgetragen, bevor man dann, oder die Helferin, jeden einzelnen Tropfen in die Haut einpiekt, also prickt. Auch diese Frage wurde in einer Studie untersucht und es kam heraus, dass wenn Sie nur eine Lanzette nehmen und diese zwischendurch abwischen, es trotzdem zu einer Verschleppung kommt oder kommen kann von einer winzigen Allergenmenge, sodass die Ergebnisse auch des nachfolgenden Pricktests beeinflusst werden können. Insofern ist die Empfehlung ganz klar, besser für jeden Allergentropfen eine einzelne Lanzette zu wählen und nicht abzuwischen. So, jetzt muss ich noch mal schauen. Eine weitere Frage bezieht sich auf das spezifische IgE, ob es möglicherweise falsch hoch sein kann, möglich sein kann bei sehr hohem IgE. Und das ist jetzt die Frage, wie wir das interpretieren. Ich würde sagen, das spezifische IgE verhält sich ja im Verhältnis zum Gesamt-IgE. Und deswegen würde ich auch grundsätzlich die spezifische IgE-Bestimmung immer auch mit dem Gesamt-IgE zusammen betrachten und deswegen auch das Gesamt-IgE jedes Mal mitbestimmen. Weil es ist ja klar, wenn wir einen Wert erhalten, sagen wir von 80 Kilo-Units spezifisches IgE, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob das Gesamt-IgE vielleicht 160, also nur das Doppelte hat, oder 4000. Dann wären nämlich diese 80 Kilo-Units nur 2% und im anderen Fall 50%. Das heißt also, die Dominanz der Sensibilisierung, die sich genauso auch auf den Mastzellen widerspiegelt, die hat dann möglicherweise auch einen Einfluss dann, wie bedeutsam dieses Allergen ist. Das wird besonders dann interessant, wenn wir verschiedene Allergene getestet haben und das spezifische IgE sehen und das sich durchaus um Größenordnungen unterscheiden kann und wir eine Hierarchie bilden, ja, welches sind denn nun offenbar die dominanten Sensibilisierungen? Also ich würde denken, ein hohes IgE bei einem Patienten mit Neurodermitis ist insofern nicht falsch positiv oder falsch hoch, sondern es ist schon reell so hoch, aber wir sollten es eben in Relation setzen. Wir sollten nicht nur den Absolutwert betrachten und sagen, ja, du mit deinen 80 Kilo-Units gegen Hausstabmilben, was auch immer, bist jetzt extrem stark allergisch, sondern sollten immer uns sagen, es ist eine Sensibilisierung und sie ist im Verhältnis zum Gesamt-IgE zu interpretieren. Eine weitere Frage ist, zu welcher Gruppe der Allergene gehört Spitzwegerich? Der Spitzwegerich ist eines der Wildkräuter, die nach dem Beifuß durchaus auch mal für sommerliche Beschwerden verantwortlich sein können. Die Blütesaison fällt zusammen mit den Gräserpollen. Daher ist es schwer zu unterscheiden anhand der Anamnese, ob Spitzwegerich eine Rolle spielt. Um die klinische Relevanz zu ermitteln, benötigt man daher eine Provokation, die meistens an der Nase durchgeführt wird. Nun ist es so, dass der Spitzwegerich als Wildkraut theoretisch auch hyposensibilisiert werden kann, aber aus meiner Sicht nur dann, wenn man vorher die klinische Relevanz durch einen Provokationstest sichergestellt hat und vielleicht zusätzliche Hinweise hat, dass dieses Kraut bedeutsam ist. Auch hier gibt es ein spezifisches Major-Allergen. Allerdings wissen wir eigentlich noch zu wenig,
wie gut sich dieses Allergen zur Diagnostik eignet und welche Differenzierung es erlaubt. Hier ist die Frage, zu welcher Gruppe das PLA-L1 gehört. Und das Mayo-Allergen von dem Spitzwegerich PLA-L1, wie gesagt, ich hatte schon erwähnt, ist bisher relativ wenig untersucht, sodass wir nicht genau wissen, welche Rolle es für die Diagnostik tatsächlich spielt. Die Fortsetzung der Frage, ob das Allergen mit Esche oder E1 kreuzreaktiv ist. Und tatsächlich gibt es dort Beziehungen zwischen diesen Hauptallergen bei den Olivenbäumen und der Esche und auch dem Spitzwegerich, die aber bisher auch noch nicht so systematisch erforscht sind, als dass wir damit wirklich die Diagnostik bereichern können. Eine weitere Frage ist, sollten im Pricktest CCDs getestet werden? CCD steht für Cross-Reactive Carbohydrate Determinants, also für diese Kohlenhydrat-Seitenketten, die uns manchmal die IgE-Diagnostik verhageln. Es ist so, dass diese IgE gegen Kohlenhydrat-Seitenketten eigentlich meistens nicht in der Lage ist, die Zucker zu vernetzen. Das heißt also, Sie finden bei diesen Patienten, die IgE haben gegen Kohlenhydrat-Epitope, eigentlich keine positiven Pricktestresultate. Das heißt also, es gibt erstens kaum eine Möglichkeit, diese Kohlenhydrate gezielt zu testen, außer vielleicht, ja, wenn Sie ein Protein nehmen, was sehr reich ist an Kohlenhydrat-Seitenketten, aber selbst dort werden Sie wahrscheinlich fast nie wirklich positive Reaktionen im Pricktest erhalten. Das heißt also, wir haben es bei den CCD-positiven IgEs eigentlich um ein In-vitro-Phänomen zu tun, was nur bei IgE-Testungen einsetzt. Die Frage lautet weiter, sollte man bei vorhandenen Hauptallergenen und gleichzeitig Profilin ein Allergoid oder ein nicht modifiziertes, vielleicht ein vitales Allergen für die subkutane Immuntherapie verwenden? Die Frage lässt sich wissenschaftlich eigentlich gar nicht beantworten, weil dazu müssten wir ja wissen, ob zum Beispiel ein Allergoid oder ein nicht modifizierter Extrakt ausreichend von diesen Profilinen enthält. Da die Hersteller das aber nicht ermitteln und auch in der Qualitätskontrolle der Gehalt an Profilinen nicht kontrolliert wird, lässt sich die Frage eigentlich nicht beantworten. Es bleibt also letztlich Ihrer Entscheidung bei der Immuntherapie überlassen. Eine weitere Frage, wie verhält man sich bei im ersten Jahr angesprochener Hypos und Verschlechterung im zweiten Jahr bezüglich der Symptome? Es ist so, dass wir tatsächlich ja Patienten haben, die vielleicht durch einen geringeren Pollenflug im ersten Jahr tatsächlich weniger Symptome haben, aber doch im zweiten Jahr vielleicht durch erheblich höheren Pollenflug dann doch Symptome wieder haben. Das ist eine schwierige Situation, weil Sie müssen ja abwägen, ob die Immuntherapie hier sozusagen nicht ausreichend wirksam war oder ob es zusätzlich der Effekt der Pollensaison war, der Ihnen hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Dazu bedarf es natürlich gewisser Erfahrungen mit dem Extrakt, den Sie verwendet haben. Ist es wirklich ein Extrakt, der durch Studien, durch gute klinische Dokumentation gesicherte Effekte gezeigt hat? Ist die Evidenz gut? Hier hilft die Leitlinie weiter mit ihren Online-Tabellen, bei denen die Präparate und ihre Evidenz im Internet sichtbar werden. Also letztlich würde ich denken, es ist eine individuelle Entscheidung, die Sie fällen müssen. Aber ich würde nach dem zweiten Jahr nicht gleich abbrechen, auch wenn die Symptome da vielleicht stärker aufgetreten sind, sondern mir auch Gedanken machen, was sind das für Faktoren, die dazu geführt haben. So, an diesem Punkt habe ich jetzt im Moment keine weiteren Fragen, aber stehe sicherlich noch auch für die weiteren 5 Minuten zur Verfügung. Und wenn doch jetzt ein Teilnehmer noch eine Frage stellen möchte, ist dazu jetzt auch die Gelegenheit.
Vielleicht kann ich abschließend sagen, dass wir als Allergologen uns vielleicht vorher klar werden sollten, wenn wir einen Test veranlassen, welche Konsequenzen er haben könnte und ob wir denn auch damit eine Entscheidungsgrundlage haben für eine wichtige therapeutische Maßnahme. Wenn der Test nur erfolgt aufgrund eines akademischen Interesses, hat er eigentlich in der Routine ja nichts zu suchen, weil wir wollen ja eigentlich nur dann einen Test durchführen, wenn wir mit seinen Konsequenzen auch umgehen können und wenn er auch letztlich dem Patienten dient. Nachdem ich das gesagt habe, würde ich denken, dass auch die molekulare Allergiediagnostik besonders bei den Patienten ihre Stärke bekommt, wo wir aufgrund von der Extraktdiagnostik manchmal nicht weiterkommen und bei Patienten, die zum Beispiel wie Multiallergiker aussehen, besser differenzieren wollen. Das heißt, es ist wahrscheinlich nur eine Minderheit, die besonders von dieser neuen molekularen Allergiediagnostik profitiert, wenn es nämlich darum geht, wirklich die Sensibilisierung zu differenzieren und wirklich zu entscheiden, welches die entscheidenden Treiber sind für die allergische Sensibilisierung. Das heißt also, speziell gerade bei den Pollen sind es die Multiallergiker, die unser besonderes Augenmerk verdienen. Gerade vor 2 Tagen hatte ich einen Patienten, der berichtete von seinen Symptomen vom Frühjahr bis zum Herbst und er hatte bereits 3 Hyposensibilisierungen erfolglos machen lassen und es stellte sich letztlich heraus, dass bei ihm nur eine Gräserpollensensibilisierung wirklich nachweisbar war und dass das Pollkalzin, auf das er auch sensibilisiert ist, offenbar für die Beschwerden im Frühjahr und auch im Herbst verantwortlich war, weil er hatte auf BetV1 gar kein IgE. Er war also gar kein echter Baumpollenallergiker, sondern seine Beschwerden, vorwiegend an der Nase bzw. im Rachen ein Brennen, waren eben nur durch dieses Pollkalzin, durch dieses Panallergen bedingt. Und insofern wundert es nicht, dass die Baumpollenhyposensibilisierung in der Vergangenheit, die ja in erster Linie die BetV1-Allergie bekämpfen, dass die letztlich erfolglos blieben. Das heißt, hier bei solchen Patienten, wo doch verschiedene Dinge eine Rolle spielen und wo wir merken, dass die Extrakte uns nicht richtig weiterhelfen, da ist es sicherlich vernünftig und auch lohnenswert, die molekulare Allergiediagnostik zu bemühen. Ich möchte mich nochmal bei den Teilnehmern bedanken und hoffe, dass Sie mit diesem Webinar tatsächlich auch Möglichkeiten haben, die Diagnostik in der Praxis zu verbessern und auch die Indikation zur spezifischen Immuntherapie noch besser zu stellen. Ich verabschiede mich und freue mich vielleicht auf die nächste Begegnung bei einem Kongress oder bei einem Vortrag, wo wir diese Themen weiter erörtern können. Auf Wiederhören.